Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 und wir spielen hier die berühmte Alpenmap Neumünnibrunn. Wir haben ja in der letzten Folge einen Auftrag angenommen und Ballen produziert, Heuballen. Und im Prinzip habe ich diesen Auftrag schon abgeschlossen. Wir haben alle notwendigen Heuballen jetzt schon abgegeben, aber es sind noch einige auf dem Feld und die möchte ich gerne einsammeln und ja, zu einem weiteren kleinen Hofumbau bringen. Das zeige ich euch dann gleich, was ich mir habe dann einfallen lassen. Denn ich habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht warum, aber richtig Lust auf Ballen. Weil dieses Göwalpack, das hat mich jetzt so ein bisschen angefixt auf der anderen Map. Nämlich auf unserer berühmten, Neubartelshagen. Da haben wir letztens einen Auftrag gehabt, wo wir eben aus dem Göwalpack zwei Geräte hatten. Nämlich eine Presse und dann einen Wickler, so einen Frontladewickler. Und das habe ich jetzt ein bisschen angemacht hier für diese Folge, beziehungsweise hier für diese Serie hier mit der Alpenmap. Weil da können wir auf jeden Fall gerne sowas auch mal einsetzen. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und deswegen habe ich mir ein Ballenlager auf den Hof platziert. Wie das Ganze dann aussieht, das zeige ich euch. Weil, wie gesagt, die Ballen, die sind nämlich sozusagen übrig. Die dürfen wir für uns verwenden. Und das müsste eigentlich fast ein ganzer Wagen fast werden. Und dann bringen wir nämlich die Ballen zum Hof und werden dann diese Mission hier abschließen. Lass mich nochmal ganz kurz gucken. So, hier war es. Abgeschlossen. Genau. Und dann sehen wir auch darunter, gibt es noch eine Mission mit ähnlichen Geräten. Allerdings müssen wir da Silageballen machen. Quaderballen, Silageballen. Das heißt nochmal einen Step mehr. Bin ich im Büschen aber überlegen, ob wir das machen sollen oder nicht. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Und der eine oder andere, der die Sache hier genauestens beobachtet, wird auch festgestellt haben, dass jetzt unser Konto oben sich wieder mal ein bisschen geleert hat. Denn ich habe eine weitere Maschine gekauft, die am Hof auf uns wartet. Aber das hatte ich ja auch schon angekündigt. Jedenfalls habe ich mir da was Schönes gegönnt, was wir brauchen können für unsere Schweinchen, um die zu füttern. Was genau sehen wir dann gleich, wenn wir am Hof angekommen sind. So, 8. Das müsste jetzt eigentlich dann der letzte Ballen sein. Oder? Fahren wir noch einmal rum, aber ich glaube, da liegen keine mehr. Da oben war mal einer noch versteckt. Hier an der Betonwand. Aber den habe ich ja gefunden und ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Ja, nee, es sieht so aus, als wenn wir durch wären und alle Ballen eingesammelt haben. Ja, wie gesagt, ich habe da richtig jetzt Lust drauf auf dieses Thema mit den Ballen und deswegen bin ich auch überlegen, ob wir hier Gerätschaften dann kaufen, nämlich den Wickler von Göweil, dann auch eine Presse von Göweil und dann würde ich da nämlich echt einsteigen wollen und deswegen eben auch dieses Ballenlager und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, beziehungsweise so wie es wohl funktionieren soll, ob das immer gut funktioniert. Na, ihr wisst ja, das mit dem Bandschwader hat auch nicht ganz geklappt. Übrigens habe ich das dann nachgelesen. Da wird natürlich empfohlen für den Bandschwader im Prinzip, hier müssen wir lang, für den Bandschwader natürlich ein Traktor, ein Schlepper mit Rückfahreinrichtung. Haben wir so einen? Ich glaube, mit dem Waldreiter hätten wir das machen können. Aber nun gut, wie gesagt, ich bin mal nicht ganz so schlüssig, ob das Sinn macht. Ich habe auch danach gesehen, weil ich ja gesagt habe, es gibt ja einen Schwader, wo man die Möglichkeit hat, ein Gerät auch mit Zapfwelle noch anzuhängen. Könnte man zum Beispiel auch mal probieren. Habe ich gefunden bei mir im Shop. Das kann ich euch dann gleich zeigen. So, aber hier sind wir jetzt an unserem Hof angekommen. Und hier haben wir jetzt das neue Ballenlager. Jetzt bin ich mal gespannt. Das müssen wir mit Sicherheit hier so abladen. Und dann sollte er doch hoffentlich diese Ballen da drin stapeln. Ist übrigens ein Mod, der hier, glaube ich, hier dazugehört zu Neumünnibrunn. So steht es jedenfalls da drunter. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das so passt. Okay, und Ballen abladen. Ja, ich glaube, wir fahren noch mal ein bisschen so ran. Okay. Oh, schick, schick, schick. Schick, schick, schick. Sehr schön.
So ist die Frage, kann man dann die Ballen auch wieder rausholen? Das wäre dann das Thema, wo man dann schauen kann. Natürlich kann man sie rausholen hier rüber, aber mich würde halt interessieren, Lagermenü öffnen. Ah ja, wählen Typ, die aus dem Lager holen möchtest. Okay, okay, hoi und ah ja. Sehr schön, das werden wir uns ansehen. 150 Ballen passen hier rein. Da unten steht's da unten. Ne, 100. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil beim Bauen war ich eigentlich der Meinung, stand 150. Also es gibt ein großes Ballen. Ne, 100. 800. Okay, hier gibt es ein großes Ballenlager. Uiuiuiuiuiui. Ne? Da passen 800 Ballen rein. Da ist dann auch hier vorne dann auch. Na, hier werden die Ballen abgeladen. Und dann gibt es eben dieses kleine, und da steht extra dabei, kleines Ballen- und Palettenlager. Neu Mini-Brunnen-Mod. Also scheint hier dazu zu gehören. Sehr schön. So, und wenn wir auch gleich hier im Shop sind, dann will ich euch nochmal ganz kurz zeigen, was ich meinte bezüglich dem Schwader. Und zwar ist es ganz, ganz hinten der Kabuto, oder wie er heißt? Kubota, so rum ist es. Und der hier bietet nämlich die Möglichkeit, da hinten eine Zapfwelle dran zu machen mit verschiedenen Kupplungen. Also hier mit normaler Kugel, dann mit Stift und hier haben wir einen Dreipunkt. Und das könnte man natürlich mal ausprobieren, ob wir da dann die Presse hinten dran kriegen. Das Ganze hat eine Breite von 8,40 Meter und 80 PS hierfür. Und dann je nachdem, was wir für eine Presse dran haben, ja, dann lasst uns mal ganz kurz gucken. So. Wenn wir jetzt hier eine normale, schauen wir mal, was das Göwal-Pack hergibt. Die hier braucht immer 120. Ja, also mit unserem Lamborghini oder so müsste das doch eigentlich gehen. Das wäre interessant. Okay, könnten wir auf jeden Fall mal in einer der nächsten Folgen ausprobieren. Und jetzt muss ich mal schauen, ist es bei der Presse ein Ladewagen, Ballenwickler? Hier ist es doch. Da ist er doch. Das müsste es sein. Jo, 125 bis 150, genau. Also den finde ich richtig spannend, den finde ich richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht, mit dem hier zu arbeiten. Das wäre also eine Option. Okay. So, Ballen haben wir also abgeliefert. Dann wäre das Thema schon mal weggefrühstückt. Sehr schön. Okay, das hat sehr gut funktioniert. Und jetzt haben wir da drin unser neues Fahrzeug. Einen Glas mit einem schönen, schönen großen 5000 Liter Schüttgut. Mit einer 5000 Liter Schüttgutschaufel. Und die, mit der werden wir dann immer schön unsere Tierchen hier füttern können. Weil wir müssen nämlich auch generell ein paar Tierchen füttern. So, ich glaube, wir sind jetzt soweit durch. Dann könnten wir eigentlich den Auftrag abschließen. Stopp. So, Motor machen wir nochmal aus. Dann tun wir hier den Auftrag abschließen. Abgeschlossen und 8900 sind unseres und wir haben die Ballen hier drin. Also wie gesagt, das finde ich schick, das finde ich toll, das gefällt mir gut. So, ich habe da hinten noch ein bisschen hier mit der Hecke gearbeitet. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen gepflastert. Da können wir dann nochmal Geräte abstellen, je nachdem. Oder hier einen Waschplatz oder etwas Ähnliches bauen. Naja, lassen wir uns überraschen, was das Ganze hergibt. So, jetzt aber erstmal in den Glas gestiegen. Denn unsere Tierchen, lasst mal schnell schauen, die Schweinchen, die brauchen noch Basisfutter, Protein, war das Raps oder Soja? Ich weiß es gar nicht, habe ich gerade reingeworfen. Aber Getreide könnten wir noch mal ein bisschen reinwerfen. Was wir halt natürlich auch brauchen, ist das Thema Wurzelfrüchte, Kartoffeln und Zuckerrüben. Und da müssen wir uns auch mal Gedanken machen, ob wir das nicht auch, ob wir da auch nicht einsteigen wollen und das irgendwo dann mal ansehen, um hier selbst dann Kartoffeln und so weiter zu produzieren. Bietet sich auf jeden Fall an, im kleinen Stil mit einem Hänger. Also nicht mit dem Selbstfahrer, sondern eben dann mit einem Anhängerernter. So, was machen wir hier rein? Was haben wir noch? Gerste, Weizen. Hauen wir mal die Gerste rein. So, 5000 Liter. Dann füttern wir doch mal unsere Schweinchen. So, jetzt habe ich jedenfalls meinen Teleskoplader auf dem Hof. Das gefällt mir, das macht Spaß. So, und wir haben eine ordentliche Schaufel, damit kann man arbeiten. Die brauchen wir dann auch. So, für den Mist. So, alles hier rein in den Mischer.
So, dann schauen wir hier nochmal. Okay. Getreide, Basisfutter. Was ist jetzt das Basisfutter? Mais. Ich glaube, das ist Mais, wenn ich richtig weiß. Okay. So, Getreide, Protein, Wurzelfrüchte fehlen uns noch. Wir könnten mal spaßeshalber. Haben wir Mais? Nein, wir haben keinen Mais. Wir haben keinen Mais. Dann gehen wir mal schnell welchen einkaufen, um zu sehen, ob das so passt, wie ich mir das denke. Da haben wir Mais. So, 136 PS hat der Glas, glaube ich. Hat aber auch ordentlich gekostet. Aber damit lässt sich natürlich auch arbeiten. So, das Gute ist ja, dass wir hier kein Wasser brauchen für unsere Tierchen. Also wir müssen hier nicht extra losgehen und Wasser einkaufen. Das wird automatisch gemacht an diesem Stall. So. Dann schauen wir mal. Basisfutter. Ja, das ist es. Mais ist das Basisfutter. Okay, sehr gut. Das passt. Dann kriegen wir doch unsere Schweinchen auf 100%. Jetzt schauen wir nochmal. Mist, genau. Da wird nämlich auch der Mist hingelegt. Und den Mist, den müssen wir uns auch mal überlegen, wie wir das dann machen. Ob wir den hier so lassen. Oder ob wir den rüberbringen zu unserem anderen. Ups, so. Zack. Schauen wir mal, ob die Schaufel den auch ordentlich aufnimmt. Yep, okay. So. Ja, kleine Schweinchen machen auch Mist. Da müssen wir uns dann Gedanken machen. Eine Option wäre natürlich, mit dem Mist eventuell dann auch mit einem Förderband zu arbeiten. Das wäre auch eine Option für die Zukunft. Aber im Moment macht uns das noch nicht so viel Arbeit. Den Mist kippen wir hier mal ab. Weil hier können wir dann später automatisch aufladen. Die Sache ist auch die, das wäre auch die Option, die nächste, die wir beobachten müssen zum Einkaufen, wäre natürlich jetzt ein Miststreuer, weil ihr guckt mal hier rein, die Kühe machen hier ordentlich Mist. 94.000, fast 95.000 Liter, das heißt, damit können wir jetzt natürlich auch ordentlich düngen oder eben verkaufen, je nachdem. Da müssen wir uns auch mal Gedanken machen, wie wir damit umgehen wollen. Aber ich denke, da wird sich ein Miststreuer anbieten. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, jetzt fällt mir noch ein, die Hühnchen müssen wir noch füttern. Wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht auch hier wieder einen im Gebrauchtmarkt. Apropos Gebrauchtmarkt. Dumm-di-dumm-di-dumm. Schaut mal, was da ist. Ein Volvo, ein großer Volvo. Ich bin jetzt fast hier am Überlegen, weil das wäre natürlich auch eine Option, entweder mit Greifer. Das hier ist vermutlich, also nicht zum Fällen, sondern das wird mit Sicherheit, denke ich, zum Entasten sein und dann eben dann die Stückchen zu machen. Und das andere ist dann eine Schnellkupplung. Da kann man dann auch entsprechende Anbauteile, oder? Nee, das sehen wir jetzt hier nicht. Okay. Ja, wie gesagt, das wären Optionen der Greifer. Aber ich bin da jetzt gerade ein bisschen, naja, 140.000, 139, 140.000 für das Gerät und wir haben ja noch keine Bäumchen. Das wäre jetzt wirklich eine Investition, wo das Gerät nur herumstehen würde. Also warten wir einfach mal ab, weil ich habe keine Ahnung, wie lange denn das jetzt dauern wird. Bis eben da oben die Bäume auf unserem Forstfeld wieder gewachsen sind. So, Ackergras. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. Da habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir ja auch wieder ein Feld mit Ackergras angesät haben. Und der Vorteil ist halt, dass A, sofort Heu produziert wird. Also aus dem Drescher hinten kommt dann gleich Heu. Und B, mit dem Ackergras, das können wir dann nicht nur verkaufen, sondern damit können wir auch unsere Hühner füttern. So, okay. Schauen wir mal. Die Hühner. Jep, ist voll. So, ja, unsere Kühe, die können noch ein bisschen warten. Okay, das passt auch soweit. Sehr gut, sehr gut. Dann bringen wir das wieder zurück. So, also auf jeden Fall hier mit dem Glas, mit dem Teleskoplader werden wir jetzt hier viel auf dem Hof arbeiten können. Ich habe den Frontlader noch da für unseren Traktor, weil für die Ballen. So, für die Ballen.
werden wir erst nochmal mit dem Frontlader arbeiten, aber dann schauen wir mal, dass wir irgendwann dann uns auch eine Ballengabel hier für diesen Glas holen. Okay, sehr schön. Achso, jetzt sehe ich gerade, also wir haben ja da einen Schwader. Einen Schwader haben wir. Wir haben das Mähwerk, aber das haben wir, glaube ich, nur geliehen. So, den stellen wir mal hier rein. Okay. Na. So, und hier machen wir auch mal zu. Wunderbar. Okay, jetzt überlege ich gerade. Also, wir haben auf jeden Fall Ladewagen. Wir haben ein Mähwerk. Das haben wir aber, glaube ich, nur geliehen. Genau. Und den Schwader haben wir. Aber was uns fehlt, ist natürlich die Presse. Wir haben keine Presse, wenn ich so viel ich weiß. Nein, weil wir haben ja gesagt, wir machen alles mit dem Ladewagen. Okay. Ja, also wie gesagt, wenn dann unsere Grasfelder soweit sind, dann können wir uns Gedanken machen, ob wir einsteigen eben richtig hier schön mit den Göweil-Geräten. Na, wie gesagt, da hätte ich richtig Lust drauf. Jo, also hier haben wir ein Feld und hinten sind auch noch einige Felder. Und das hier ist ja das Ackergrasfeld. Das werden wir dann mit dem Drescher abernten. Okay, so, soweit so gut. Ich glaube jetzt im Moment gibt es hier auf dem Hof direkt nichts zu tun. Dann hätte ich einfach Lust hier doch noch den Auftrag hier anzunehmen. Und wir werden jetzt aber doch hier die Geräte ausleihen. Jo. Genau, so. Und dann machen wir nämlich Folgendes mit ihm hier. Den Kollegen schicken wir erstmal wieder hierher. Mal schauen, ob er das schafft. Jo. Und jetzt. So, was haben wir denn hier alles? Also, wir haben entsprechend den Wagen zum Aufsammeln. Dann haben wir hier den Wickler. Dann haben wir wieder hier das Gerät aus dem DLC, dem Heu- und Forage-Pack oder so ähnlich, wie das Ding heißt. So, und dann haben wir hier die Presse, die Krone und das Mähwerk. Okay. Ja, das ist jetzt... Ja, stopp mal. Wir sollen ja Silageballen machen, dann können wir uns das ja eigentlich sparen, weil der Kollege hier, wenn ich das richtig sehe... Der müsste doch schon eine Schwartablage machen. Oder? Auch hier gilt, wir werden es erst dann wissen, wenn wir es auch gemacht haben. So, da haben wir also wieder den Case hier im Angebot. Ja, weil da bräuchten wir ja überhaupt nicht. So, das Zeug steht aber auch wieder hier ein bisschen ungeschickt. So. Ups. Ja, das war es nicht. Nochmal zurück. Jetzt haben wir es. Jetzt gucken wir mal. Kommen wir hier durch? Sehr schön. Also ich bin mir sicher... Ja, ja, Breitablage. Also, nee, nee. Also da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Also da brauchen wir ja diesen Bandschwader eigentlich gar nicht, weil da können wir direkt hier mit dem Mähwerk können wir die Schwart ablegen, können die Ballen machen, wickeln und dann anschließend einsammeln. So, jetzt schauen wir mal. Der Lamborghini, der Kollege, müsste uns jetzt gleich entgegenkommen und ich bin mal gespannt von wo. Ah, da kommt er, da kommt er. Das heißt, dann fahren wir hier jetzt ganz vorsichtig rechts rum. So. Oh, nee. Oh, und da krächzt's wieder. Was macht der denn? Wo fährt denn der jetzt hin? Ja, wie war das? Wir wünschen uns bessere Helfer für den LS25. Ja, da schließe ich mich Ansgar an. Auf jeden Fall. Das könnte man mit Sicherheit ein bisschen besser machen. Okay. Aber wir wollen ja schließlich auch nicht zu kritisch sein, denn es ist einfach ein schönes, schönes Spiel, macht viel, viel Spaß. Und dass es noch nicht perfekt ist, ist eigentlich auch gut, weil das gibt immer Potenzial, um noch was dran zu machen, zu schrauben und es zu verbessern, nicht wahr? Genau, also dann lasst uns doch
überraschen, was wir im nächsten Landwirtschaftssimulator dann bekommen und was dann hoffentlich alles besser wird. Vielleicht eben auch ein bisschen die Helfer. Okay. So, da kann nämlich der Lamborghini, kann nämlich dann den Ballenwickler holen. Wie gesagt, das wird hervorragend. Dann sparen wir uns tatsächlich die Geschichte mit diesem Bandschwader. Boah. Also wie gesagt, tut mir ein bisschen, ja, also berauschend finde ich das Gerät nicht. Aber nun gut. So, jetzt erstmal ausklappen. So, jetzt müssen wir erst nochmal schauen. Bereitablage wollten wir nicht. Arbeitsmodus. So war es, glaube ich. Sehr gut. Schwartablage. Hervorragend. Sehr schön. Das passt. Bingo. Okay, Freunde. Dann lasst uns nochmal einsteigen in ein kurzes Zeitraffer-Video, während ich hier nämlich erstmal die Wiese mähe. Also, bis gleich! Da sind wir wieder und ihr seht es, wir müssen wieder mal ein bisschen von Hand hier nachmähen. Die ersten Ballen habe ich ja bereits hier mit dem Krone gepresst. Das hat ganz gut funktioniert. Ich musste ich musste erst noch mal ein bisschen gucken, weil ich war mir nicht ganz sicher. Denn man kann ja verschiedene Ballengrößen einstellen an so einem, an so einer Presse. Und ich war mir jetzt nicht ganz sicher, welche man wickeln kann. 220 cm war es dann. Und so vorne noch anheben. Nee, jetzt anheben. Und 220 cm können wir also mit dem Wickler wickeln. Und hätte ich 240 cm Ballen gemacht, dann hätten wir ein Problem bekommen. Aber es war im Vornherein eigentlich richtig eingestellt. Also hat soweit auch geklappt.
Passt. Sehr schön. So, jetzt machen wir hier das Ganze noch fertig. Ja. Und dann werden wir den Wickler holen und fangen mal an zu wickeln, um zu sehen, wie sich also dieses Gerät so darstellt. Aber ich denke, der Wickler wird uns nicht ganz so viel Spaß machen, wie der aus dem Göweil-Pack. Also wie gesagt, den fand ich richtig cool vorne dran. Und dann kann man eben den Ball noch entsprechend durch die Gegend fahren und dann zielgerichtet auch ablegen. So, jetzt hier noch die letzte Ecke machen. Jetzt wird es noch ein bisschen wild hier. So, okay. Dann packen wir hier mal ein. Genau. Dann könnten wir eigentlich hier die Gerätschaften, jetzt überlege ich gerade, die wird sich leichter tun, wenn die Sachen nicht hier dabei sind. Das können wir eigentlich hier ablegen. Dann können wir den Case hier zum... Ups. Nee, doch richtig. Können wir den Case doch zum Händler schicken? So. Und ich überlege jetzt gerade, weil der Wickler braucht, glaube ich, gar nicht so viel. Dann können wir nämlich mit dem hier den Wickler holen und der Case soll nämlich dann den Ladewagen wiederholen. Dann kommen wir hier nämlich ein bisschen vorwärts. So, die zwei Felder da rechts, die haben wir ja mittlerweile auch gekauft. Und auch die Bodenproben genommen. Und wenn ihr, wie gesagt, in der letzten Folge habe ich es glaube ich schon angesprochen, wir ein bisschen Probleme haben mit den Umweltwerten. Wenn ihr da eine Idee habt, wie das ist, warum da unsere Werte alle so niedrig sind, dann schreibt es doch bitte mal in die Kommentare. So, jetzt muss ich mich erstmal richtig hier mal räuspern. Irgendwie war der Hals dann doch so trocken. Okay. Ja, ich glaube, hier mit dem kleinen Waldra sollte kein Problem sein, hier mit dem Wickeln. Jetzt müsste doch hier vermutlich schon der Kollege stehen, oder? Oder kommt er uns gleich entgegen? Ja, da kommt er. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Wird er wieder irgendwie eine wilde Nummer machen? Oder kommt er jetzt hier an uns vorbei? Okay, diesmal scheint es zu funktionieren. Ja, wie gesagt, ihr erinnert euch, ich habe ja das Thema Bodenproben angesprochen und warum hier eigentlich unsere Bodenwerte eigentlich so schlecht sind, obwohl ich ja alles gemacht habe, gedüngt, pH-Wert entsprechend korrigiert mit Kalk. Dann natürlich auch den Boden bearbeitet und auch nicht überflüssig, dann auch Unkraut bekämpft. Und bei Neubartelshagen haben wir eigentlich keine Probleme. Da sind wir mittlerweile, ja, ich sag mal, bei fast 100% und kriegen also einen Bonus von 15. Aber hier, wir schauen mal ganz kurz drauf. Also hier haben wir gerade mal einen Wert von 66. Und ich verstehe nicht, warum hier überall die Werte so teilweise schlecht sind. Ich meine, die Felder, wie gesagt, die haben wir gekauft und die habe ich hier die Bodenproben genommen. Da haben wir noch nichts dran gemacht, ne? Das sieht man. Aber hier die anderen Felder, also gerade dieses Feld, wo ich ja eigentlich alles gemacht habe und auch hier, das sind die Werte unheimlich komisch. Also, wenn ihr da eine Idee habt, woran das liegen könnte, dann schreibt es mir aber bitte in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall
Denke ich. Ich habe ja jetzt das Pflügen, obwohl Pflügen war ja bereits an. Und es kam noch nie die Meldung, dass ich pflügen soll. Das werde ich auf jeden Fall dann nach der Ernte mal machen, dass ich dann diverse Felder mal pflüge. Vielleicht bringt das irgendwas von der Bodenbearbeitung her, dass das gemacht werden muss. Naja, warten wir es mal ab, wie sich das Ganze dann eben nach der Ernte darstellt. Ob die Felder dann rot werden und wir die pflügen müssen. So, dann schauen wir mal, wie hier dieses Gerät funktioniert und wickelt. Das muss man mit Sicherheit ausklappen. Jep. Jetzt wird es aber breit. Uiu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 i. So, da haben wir die ersten Ballen. Oh, komme ich da noch rum? Nee. Ja, gleich mal hier ein bisschen vertan. Okay, jetzt muss ich gerade mal schauen. Macht er das wieder von selber? Automatisch ablegen, anschalten. Okay. Dann schauen wir mal. Sehr gut. Das tut er. So, dann schnappt ihr den nächsten. Sehr gut. Okay, da kann man dann während dem Wickel immer von einem zum nächsten fahren. Aber das Ganze wird auf jeden Fall auch ein bisschen langwierig. Aber sehr schön. Ich mache also jetzt hier den Auftrag noch fertig, wie sich's gehört. Wir werden hier die Ballen alle wickeln, dann entsprechend wegbringen. Und die, die übrig bleiben, die Silageballen, die werden wir dann in unseren neuen Store auf dem Hof bringen und in unser Ballenlager. Und dann haben wir sowohl Heuballen schon in unserem Lager als auch eben Silageballen. So, Freunde, das soll's für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo da oder ein Däumchen und auch über Kommentare freue ich mich immer. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und vielleicht auch einige neue Erkenntnisse. Ihr seht es, auf dem Hof hier auf dieser Map geht es jetzt richtig schön weiter. Wir haben noch ein bisschen Spielgeld oben rechts. Das heißt, wir werden in den nächsten Folgen mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen was investieren. Jedenfalls, es bleibt spannend. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.